Wunderschönen guten Abend, Herr Müller. Herzliche Grüße nach Berlin. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke. Mir geht es persönlich gut, Herr Schmidt. Vielen Dank. Ihnen auch? Ja, also sagen wir mal so, angesichts der angespannten Lage könnte ich einfach behaupten, mir geht's gut. Ja, okay, alles gut. Ja, ja, Sie können sich ja denken, warum wir uns bei Ihnen melden. Aktuell geht es ja um den sogenannten Lockdown Light. Das ist jetzt so ein gängiger Begriff, der mittlerweile ja auch schon überall so benutzt wird. Und ja, ich habe dazu ein paar Fragen, viele Leser haben ein paar Fragen dazu und vielleicht können Sie uns da ein paar Antworten dazu liefern. Was heißt eigentlich Covid-19-Pandemie Risiken? Ein neues gesellschaftliches Verständnis des sozialen Umgangs sowie eine stärkere Selbstbeobachtung und Selbstdisziplin, das war heute so zu lesen, das klingt also ein bisschen hochtragend. Was kann man darunter verstehen, dass man ein neues gesellschaftliches Verständnis entwickeln soll in Bezug auf Covid-19? Also wir hatten das ja schon bei der ersten, beim ersten Lockdown, der deutlich härter war im Frühjahr letzten diesen Jahres, wo Schulen zu waren, wo faktisch alles zu war, wo sogar die Grenzen geschlossen wurden, wo deutlich gesagt wurde, bitte bleibt zu Hause und haltet Abstand. Und das ist das neue gesellschaftliche Verständnis. Wir sind Herdentiere, wir wollen zusammenleben, wir wollen zusammen feiern, wir wollen zusammen auf dem Sportplatz sein und gemeinsam zusammen sein. Das fängt schon in der Krippe an, das fängt im Kindergarten an, geht in der Schule weiter. Und dass wir als Menschen genau das, was wir eigentlich wollen, als soziale Wesen, dass das jetzt nicht zur Verfügung stehen kann, weil das die größte Gefahr ist, dass dieses Virus ja uns als Wirte braucht, wenn wir zueinander stehen. Das ist das neue gesellschaftliche Verständnis, die neue soziale Verantwortung. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass viele, viele sich dran gehalten haben. Da sage ich nochmal Danke. Wir haben auch gesehen, dass es einige gab, die sich nicht dran gehalten haben. Gerade die Mittelalterschicht von 15 bis 45, das sehen wir gerade bei den infizierten Zahlen. Die sind auf engstem Raum zusammen gewesen. Händeschütteln war wieder auf der Tagesordnung. Umarmung ist ja alles nicht so schlimm. Und dadurch sehen wir jetzt auch, dass die Zahlen nach oben gehen. Und deswegen bedeutet es wirklich, das neue soziale Verständnis ist es, wir können wieder einander nahe sein, wenn wir jetzt Abstand halten. Und da sind alle drauf angewiesen. Ja, ja, okay. Ich meine, sicherlich, aber es gibt auch nicht wenige kritische Stimmen, ja, die der Meinung sind, dass dieser Lockdown-Light, wie auch immer ihn nennen wollen, doch ein bisschen übereilt gekommen ist oder hätte nicht eine sogenannte Salamitaktik, also scheibchenweise vielleicht, wäre das nicht besser gewesen? Also wir müssen ja die Ausgangslage sehen. Wir kommen von 2.500 infizierten Zahlen. Da hat die Kanzlerin hochgerechnet, wenn es so weitergeht, dann sind wir bei Weihnachten bei 19.000. Das war vor 4 bis 6 Wochen. Mittlerweile sind wir bei 18.000 Stand heute an infizierten Zahlen. Und das ist Ende Oktober. Also die infizierten Zahlen steigen extrem an und damit auch da einhergehend die Belegung der Intensivbetten. Innerhalb von 10 Tagen eine Verdopplung. Alle Intensivmediziner sagen, wir müssen jetzt eingreifen. Und ganz im Gegenteil. Also wir haben anders als im Frühjahr diesen Jahres nicht den harten Lockdown jetzt gemacht, sondern machen diese Salamitaktik in der Hoffnung, dass es ausreicht, zu sagen, wir müssen die Freizeitaktivitäten runternehmen. Und wir haben gelernt, Grenzschließungen bringen nichts, die Wirtschaft ist da, kriegt keinen Nachschub. Wir haben gelernt, dass Schulen und Kitas offen bleiben sollen, dass das Schlimmste für die alten Menschen ist, wenn sie im Pflegeheim keinen Besuch bekommen, die soziale Isolation. Und im Vergleich zum Frühjahr diesen Jahres meine ich schon, viel gelernt zu haben. Und das mit diesem Lockdown-Light finde ich ein bisschen schwierig, aber mit diesen Ausgehbeschränkungen, ja, und mit diesem Eingriff auch in die Freiheit nach Abwägung aller Sachen, das glaube ich die minimalst invasive Maßnahme ist, in der Hoffnung, es halten sich auch alle an die Regeln. Und das muss man deutlich sagen, wenn ich jetzt Zuschriften bekomme, naja, wir feiern jetzt am Wochenende, Sepp, kommst vorbei. Nein, das geht nicht. Also es liegt wirklich an uns allen, deutlich zu machen, dass die Infektionsketten nur unterbrochen werden können, wenn wir uns nicht mehr sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das ja, das leuchtet ein. Und aber ich sag mal so, wir haben jetzt den grauen Novembermonat, wo ja viele, ich sag das jetzt mal so salopp, noch ein bisschen depressiv daherkommen, weil ja viel Regen, dicke Wolken und ja, auch der Dezember steht ja fast schon vor der Tür und kann man eigentlich das Jahr nicht abhaken damit?
Also Sie sprechen das an, das Jahr ist grauenhaft und die nächsten Monate werden noch schlimmer. Anders als im März diesen Jahres haben wir zwei kalte Monate vor uns, anderthalb kalte Monate. Jetzt haben wir 5 kalte Monate vor uns, wo immer mal die Nase läuft, wo immer mal Husten ist. Das heißt also, die nächsten 5 Monate werden richtig hart. Die werden wirklich richtig hart. Und das muss jedem bewusst sein. Und beschönigen hilft da auch nichts. Das muss man deutlich sagen. Und da kann man nur frohen Mutes sein und wirklich auch zukunftsorientiert und sagen, danach kommen wir wieder sicher raus. Im Sommer konnten wir relativ frei reisen. Wir konnten uns auch in Sachsen-Anhalt viel anschauen, in den schönsten Ecken Deutschlands, also in Sachsen-Anhalt. Wenn ich mir die Gotsche anschaue, wenn ich mir das Bauhaus anschaue, wenn ich mir die Lutherstadt Wittenberg anschaue, überall sind die Touristenzahlen deutlich nach oben gegangen. Und das werden wir nächstes Jahr im Sommer auch wieder können. Aber die nächsten Monate werden hart. Die werden richtig hart. Und das berührt mich auch etwas emotional, muss ich wirklich sagen, wenn man weiß, dass ich kriege ja auch Anrufe von Senioren, die Angst haben, dass das Pflegeheim im Winter bzw. in der Weihnachten dann zu ist und dass sie die Enkel nicht sehen können. Und da meine ich schon, da haben wir eine gesellschaftspolitische Verantwortung für alle, dass das Phänomen nicht eintritt und vor dieser Gefahr stehen wir. Ja, und ich weiß ja, Herr Müller, Sie sind ja als Bundestagsabgeordneter auch ja, sehr wirtschaftlich engagiert und sind immer der Meinung, die Wirtschaft muss florieren. Was bedeutet das wirtschaftlich jetzt für viele Unternehmen, Handwerksbetriebe, Einrichtungen, Vereine? Manche sind ja, mal ganz überspitzt gesagt, bald am Ende. Ja, also ich freue mich insofern, dass es uns gelungen ist, die klare Aussage zu machen, wir werden jetzt für einen Monat 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wie funktioniert das? Es wurden im Sommer nicht so viele Gelder abgerufen, wie wir als Bundestag zur Verfügung gestellt haben. Und die Unternehmen, die betroffen sind durch die Schließung Gaststättenhotellerie, bekommen 75% der Umsatzausfälle. Und wenn Sie Wirtschaft ansprechen, dann muss man auch so deutlich sagen, Umsatzausfall ist nicht gleich Gewinnausfall. Also wir erstatten wirklich den Umsatz, der ausfällt, nicht den Gewinn. Das ist für alle, die rechnen können, eine deutlich positivere Herangehensweise. Von daher ist auch der Aufschrei der Wirtschaft gar nicht so stark, zumindest was das Thema ist, warum komme ich da durch die Krise durch oder nicht. Und bis 50 Beschäftigte, die 75%, darüber hinaus flacht es ab. Das hat was mit Beihilferecht zu tun. Was natürlich klar ist, das ist die Kultur, die fehlt. Da können Sie noch Geld hinterherwerfen, wie Sie wollen, wenn Sie Kulturschaffende haben, Solo-Selbstständige, Veranstalter. Die wollen ja nicht, machen das ja nicht nur des Geldes wegen, sondern die machen, weil sie sich damit auch identifizieren. Nur die Alternativen habe ich genannt. Wenn wir weiter in dieser exponentiellen Kurve sind, dann sind wir Weihnachten dicht, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und da reden wir nicht mehr von 10 Milliarden Euro. Okay, ich meine, es gibt ja auch viele Unternehmen, die da, ich sag mal, nur halb davon betroffen sind. Ich rede da auch von vielen Geschäften, ob in der Innenstadt von Dessau, Köthen, Wittenberg oder Bitterfeld-Wolfen. Die sagen, die Leute kommen jetzt schon kaum und die werden dann auch nicht kommen. Wir haben jetzt auch Verluste, aber wir sind offen, wir bekommen gar nichts. Wir haben, so ist zumindest der Stand jetzt vom Papier und gehen das auch weiter an. Bei den KfW-Krediten sind wir auf unter 10 gegangen, also unter Beschäftigte unter 10, also Unternehmen unter 10 Beschäftigte, die können jetzt auch die KfW-Schnellkredite beantragen und die gleichzeitig ist auch festgehalten, dass wir für die Folgebetriebe sind, also nicht direkt, Gaststätte steht ja geschlossen, die sind direkt betroffen, da gibt es sogar keine Diskussion, aber wie die Sie ansprechen, beispielsweise der Straßenverkauf Eis, sofern er funktionieren sollte, oder der Modelladen, der daneben ist, neben einer großen Gaststätte, aber gar nicht aufmachen kann, weil eigentlich die Gaststätte das gezogen hat und der Modelladen davon profitiert hat. Das gehen wir jetzt an den Verordnungsweg, das schauen wir uns an. Aber wir lassen niemanden allein. Was wir jetzt schnell auf den Weg bringen, sind die KfW-Schnellkredite. 100% Sicherheit durch den Staat. Die Banken sind auch da bei der Bearbeitung sehr schnell, damit wir erstmal da Sicherheit haben. Das klappt auch ganz gut aufgrund der Herangehensweise aus dem Frühjahr, wissen wir das. Und wir werden uns jetzt Gedanken machen, die indirekt betroffen ist, wie wir denen helfen können. Durch Zuschüsse oder durch Kredite ist die eine Möglichkeit schon erledigt, aber durch Zuschüsse wird sicherlich auch noch eine Möglichkeit sein. Na gut, Kredite ist jetzt mal immer so mit Vorsicht zu genießen. Die müssen ja irgendwann auch zurückgezahlt werden, auch wenn vielleicht die Laufzeiten etwas länger sind, die Zinsbelastung null ist, aber trotzdem ist es einfach nur geborgtes Geld.
Genau. Das stimmt, das ist auch nicht, da mache ich auch gar keinen Hehl draus und deswegen ist es auch richtig, dass wir weiterhin beim Kurzarbeitergeld die Kurve nehmen. Das heißt, es werden 100% der Arbeitnehmerkosten übernommen. War vorher auch nicht der Fall gewesen. Wir gehen jetzt auf 24 Monate, wenn der Arbeitnehmer sich sogar weiterbildet, deshalb würde doch eine Weiterbildung bezahlt werden, sodass der Unternehmer erstmal den Arbeitnehmer, der eventuell dann nicht mehr im Laden stehen muss, weil er Mode verkaufen kann, weil keiner kommt, in die Kurzarbeit schicken kann, sodass er nur den Unternehmerlohn hat. Und beim Unternehmerlohn, das war ja früher die Diskussion, warum müssen die Hartz IV beantragen, ist jetzt deutlich auch mit den Koalitionspartner SPD vereinbart, da werden wir was tun. Dort wird auch derjenige, der selbstständig und solo-selbstständig ist, auch nicht direkt betroffen ist, zukünftig Geld bekommen. Und ich glaube, das hilft jedem, unabhängig davon, ob ein Kredit aktuell gebraucht wird und vielleicht ganz schnell zurückgezahlt werden kann, weil er durch die Zuschüsse, die ich jetzt genannt habe, Kurzarbeitergeld, Solo-Selbstständige und die unter 50 Beschäftigten, die direkt betroffen sind, mit 75% des Umsatzausfalls diesen Kredit sofort ablösen könnte. Okay, ein ganz anderes Thema. Schulen und Kitas bleiben ja eröffnet, Lehrer, Erzieher sind auch weiter am Ball. War das richtig, diese Einrichtung nicht zu schließen oder könnte das zum Bumerang werden? Ja, das ist ja ein großer Lerneffekt, das muss man wirklich sagen. Aus dem Frühjahr haben wir das gesehen. Die Probleme waren da, neben der Digitalisierung, die sich offenbart hat, was ein Problem ist in den Schulen. Bei manchen hat es gut geklappt, bei anderen wiederum nicht. Wir haben eine soziale Spaltung. Ich hatte viele Anrufe von Eltern, die sagen, Herr Müller, ist ja schön, dass ihr alle in die nach Hause schicken, aber wir können uns kein Internet großes Paket leisten, geschweige denn Drucker und Laptop. Wie sollen wir das machen? Sodass wir daraus gelernt haben und gesagt haben, das Letzte, was wir zumachen wollen, sind Schulen und Kitas, weil ja auch die Mütter, Väter, wo sollen sie den Urlaub hernehmen? Ja, das ist eine Gefahr, weil das größte und effektivste Mittel, und das haben ja auch die Virologen uns auch geraten, ist, das Land 14 Tage rein theoretisch in einen kompletten Lockdown zu fahren. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass die meisten und die ganz, ganz große Mehrheit, über 90%, sich auch weiterhin an die Regeln halten wird. Und dann können wir auch, weil die Kinder sind nicht so vulnerabel, also sind nicht solche Virenlastträger und die Symptome sind auch nicht so hart bei denen, zumindest laut den Studien, die wir jetzt haben, wenn sie an Covid-19 erkranken, dann können wir das auch durchstehen und schaffen, indem wir auf die normalen Hygieneregeln achten. Gleichzeitig, und das möchte ich nochmal betonen, hat die Kanzlerin aber auch gesagt, die Länder müssen hier nachschärfen bei den Hygienekonzepten. Und wenn ich höre, und das trifft ja bei uns zu, Herr Schmidt, das wissen Sie ja, dass die Lehrersituation schwierig ist, bis hin zu unterirdisch, und dass, wenn ein Lehrer krank ist, teilweise Klassen zusammengelegt werden mit 32 Schülern, dann funktioniert das jetzt nicht mehr. Das muss man deutlich sagen. Also da muss man wieder überlegen. Und ich weiß, dass da auch der Bildungsminister Tullner dran ist, mit der Staatssekretärin Volzner, über einen Schichtbetrieb zu nachzudenken, wie alle anderen Kultusminister. Aber eine größere Menge wieder zusammenzulegen, weil beispielsweise Lehrer krank werden, ist kontraproduktiv. Okay. Wir werden sehen, die Zahlen werden eine deutliche Sprache sicherlich sprechen. Vielleicht sieht man das ein oder andere ein. Glauben Sie, Herr Müller, glauben Sie persönlich wirklich, dass Ende November dieser Lockdown-Light, wie auch immer, wirklich sein Ende finden wird? Oder ist das einfach nur eine Beruhigungspille, damit man sagt, hey, Weihnachten ist alles wieder wie früher? Also es kommt ja auf uns alle selber drauf an. Das muss ich wirklich sagen. Man ärgert mich ja nicht dabei oder die Politiker hier in Berlin, die Kolleginnen und Kollegen und die Ministerpräsidenten, wenn man sagt, man geht jetzt feiern unten, ja, in einem Bierkeller und schaut sich das Fußballspiel an, was übertragen wird. Das kommt wirklich auf jeden selber drauf an. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die ganz, ganz, ganz große Mehrheit sich daran halten wird. Und wenn sich die ganz große Mehrheit daran halten wird, dann kommen wir auch wieder runter und kriegen die Infektionsketten nachverfolgt. Weil Sie wissen es ja selber auch, Anhalt Bitterfeld ist zwar noch im gelben Bereich, aber Wittenberg beispielsweise, der Saalekreis, der ganze Süden, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz ist mittlerweile im roten Bereich, hat über eine 50er Inzidenz. Und ich habe vor 2 Tagen mit einem Wittenberger stellvertretenden Landrat telefoniert. Die kriegen Hilfe von der Bundeswehr. Das ist zwar schön, sagt er mir, aber wir kriegen die Leute gar nicht mehr unter. Also wir bekommen die Menschen gar nicht mehr unter und darum nochmal, es liegt an uns allen selbst, ja, und die Mehrheit wird sich daran halten, weil sie genau wissen, nicht nur wir wollen Weihnachten zusammen feiern, sondern wir haben auch eine Verantwortung dem uns gegenüber, alten Schwachen und vor allem auch chronisch Kranken,
kenne jemanden mit nur noch einer Niere in meinem Alter, der hatte Covid-19, der ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Und wenn man solche Schicksale auch hört, bei Mitte-30-Jährigen, da wird, da ordnet man auch sein Koordinatensystem, was die Wichtigkeit anbetrifft, auch ganz neu. Das ist nachvollziehbar. Also Sie haben schon Hoffnung, wenn sich alle dran halten, dass das im Dezember wieder seinen normalen Gang geht. Genau, also an den Regeln werden wir weiterhin Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lüften, Corona-Warn-App runterladen, für die ich auch nur werben kann, die mittlerweile natürlich immer mehr Übertragung der infizierten Zahlen haben und das hilft auch den Ämtern, aber da müssen wir auch wirklich mehr werben, daran werden wir festhalten. Aber ob zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt mit Glühweingelage und so weiter stattfinden kann, da habe ich aktuell sehr große Zweifel, bis hin zu das glaube ich aktuell nicht. Aber dann ist das in diesem Jahr auch so. Wenn wir es nächstes Jahr wieder feiern können, freue ich mich. Ich bin selber Karnevalist, das wissen Sie vielleicht, Herr Schmidt. Ja, bin da auch beim Dessauer Umzug immer mit dabei. Ja, das fällt auch weg. Das muss man so hart sagen. Wenn wir danach aber wieder Karneval feiern können und wenn wir danach auch wieder Weihnachten feiern können, Ostermärkte machen können, Osterfeuer machen können, dann verzichte ich die 5 Monate drauf, auch wenn es sehr, sehr, sehr hart wird. Ja, feiern wollen wir alle. Ich sag mal jetzt so, es gibt ja viele oder nicht wenige Kollegen und Kollegen im Bundestag, die da kritisch angemerkt haben, dass das Parlament oder ja im Prinzip nicht beteiligt worden ist, dass das so mehr oder weniger ein Alleingang war. Haben Sie persönlich dem Ganzen zugestimmt oder zumindest von Ihrer Meinung her? Also ich trage die einerseits natürlich die Erlasse mit, das ist das eine, und andererseits ist es auch nicht richtig. Wir haben 70 Debatten im Deutschen Bundestag geführt, das ist Nummer eins. Und zweitens sind die Länder für die Pandemiebekämpfung zuständig. Also in den Landesparlamenten findet das statt. Und dann gibt es noch eine Gewaltenteilung. Wir als Gesetzgeber geben den Bundeshaushalt vor, haben ein Milliardenpaket an Finanzierung der Bundesregierung an die Hand gegeben, um genau solche Maßnahmen wie jetzt zu finanzieren. Und das ist Aufgabe der Bundesregierung, derjenigen, die die Gesetze ausführt. Wir machen die Gesetze. Wir haben der Bundesregierung eine Verordnungsermächtigung an die Hand gegeben. Die Landesparlamente haben im Pandemiefall den Landesregierungen eine Verordnungsermächtigung an die Hand gegeben. Und was ist der Vorteil? Ich will das nur noch mal sagen. Wir sehen das ja jetzt in Frankreich. Vor ein paar Tagen war der französische Präsident mit der Ansprache zum Volk. Die kriegen jetzt Passierscheine, die Franzosen, die fahren alles runter. Die haben auch mit leichten Sachen angefangen. Eine Mehrheit hat sich bedauerlicherweise nicht daran gehalten. Die fahren jetzt alles runter. Und wenn wir da meinen, in dem parlamentarischen Verfahren noch 14 Tage oder 3 Wochen über Maßnahmen debattieren zu müssen, ob 10 Quadratmeter für eine Person ausreichen oder 15 Quadratmeter in einem Möbelhaus oder was ist noch geregelt, ob 10 Personen rausgehen können oder 15 Personen, dann glaube ich, haben wir den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Wir brauchen schnelle Entscheidungen, die müssen schnell kommuniziert werden, die Entscheidungen müssen immer hinterfragt werden und glauben Sie mir, das tun wir auch, sonst hätten wir, wie da manch einer das möchte, das Land 14 Tage in die Geiselhaft genommen, in Lockdown geführt und da waren auch wir Parlamentarier das, die gesagt haben, stopp, versucht nur den Freizeitbereich einzuschränken und so viel wie möglich zu erhalten, insbesondere die Schulen und die Altenpflegeheime beim Offenlassen. Da gehörte ich auch dazu. Okay, das leuchtet mir ein. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Was ist so Ihre Meinung? Wo wird die Reise in Zukunft hingehen? Vielleicht nicht die nächsten 2 Wochen, vielleicht auch nicht unbedingt die nächsten 4 Wochen. Vielleicht die nächsten 3, 4, 5 Monate. Wird sich was ändern? Wird es schlimmer? Wird es besser? Also wir werden unser Verhalten halt ändern. Ja, man bekommt das mit, man überlegt dreimal, wird man eine Veranstaltung durchführen oder nicht und das wird uns viele Monate noch begleiten. Was wir jetzt tun in der Politik und das ist wichtig, wenn wir den Impfstoff haben im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres, ist ja die Frage, wer bekommt den zuerst? Und diese Antworten finden wir jetzt gemeinsam, auch mit den Ländern. Ich finde den Weg richtig, zuerst die Risikogruppen zu impfen. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir viele Monate lang viele Menschen in diesem Land und in Europa haben, die nicht geimpft sind. Und deswegen gehe ich ganz persönlich davon aus, und so ehrlich muss man sein, dass wir nicht nur über 3 oder 5 Monate von Einschränkungen reden werden, sondern wir werden noch viele, viele Monate lang Einschränkungen erleben. Die heißen 1,5 Meter Abstand, die heißen Alltagsmasken tragen, die heißen regelmäßige Händewaschen, bis hin zu größeren Veranstaltungen, die nicht stattfinden können. Ich bin in 2 Sachen sehr
positiv gestimmt. Wenn wir uns das jetzt gelingt, dann haben wir die Möglichkeit, mit den Schnelltests, die jetzt zugelassen sind, das war sehr unangenehm, ich hatte jetzt auch einen, der wird durch die Nase durchgeführt, nach 15 Minuten haben sie dann das Ergebnis, dass wir größere Veranstaltungen beispielsweise durchführen könnten, sofern da diese Superspreader im Vorfeld rausgesucht werden. Schnelltest kostet 5 bis 10 Euro und gleichzeitig mit der Corona-Warn-App. Also wer dort mitmacht, ja, der trägt dazu bei, dass wir die Infektionsketten löschen können. Im wahrsten Sinne des Wortes löschen, da will ich damit auch aufhören. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Reihenhaus und die Feuerwehr geht rein oder wir nehmen mal Strohballen, ist vielleicht noch besser, weil das brennt schneller. Dann fängt die Feuerwehr auch an, die Strohballen in der Mitte wegzuschubsen, damit das Feuer nicht übergreift. Das machen die. Die lassen das nicht alles mit einmal abbrennen, weil dann brennt das ganze Feld. Und sie kümmern sich nur um den einen Punkt. Und so ist es auch bei der Corona, beim Coronavirus. Wir müssen diejenigen rausfinden, isolieren 14 Tage lang und dann klappt das auch besser. Und das wird mit den Schnelltests, mit der Corona-Warn-App auch funktionieren, sodass wir da noch im Frühjahr nächsten Jahres, meine ich, zu einer für uns normaleren Gesellschaft kommen. Aber viele Monate werden die normalen Regeln, die wir haben, uns noch beschäftigen, definitiv. Ja, also ein guter Vergleich, ne, mit den Strohballen, mit der Feuerwehr. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja, Herr Müller, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich eine angenehme Zeit, Gottes Wort in Ihren Ohren, dass das irgendwann in ein paar Monaten soweit ist, dass es einen Impfstoff gibt. Und ja, bis dahin würde ich einfach mal sagen, bleiben Sie schön gesund. Danke, Herr Schmidt. Das wünsche ich Ihnen auch, den Zuhörern und Lesern auch. Bleiben Sie gesund, passen auf Sie auf. Danke, Herr Müller. Viele Grüße nach Berlin. Danke.